Nach diesem Video wirst du nie wieder einen Keks so essen können wie früher. Hast du schon mal einen Keks in warmen Tee oder Kaffee getunkt? Wenn ja, dann schau mal, was du aus dieser Sache lernen kannst. Subhanal-Malik. Der Keks, wenn du ihn einmal eintunkst, wenn dein Tee oder dein Kaffee warm ist und ihn wieder rausnimmst. Der Keks ist normalerweise hart, ja? Und du nimmst ihn raus, was passiert mit dem Keks? Der wird sehr weich. Ja? Das heißt, du brauchst ihn nur noch zu essen und er ist schon fast verschwunden. Subhanallah. Was passiert, wenn du ihn zwei, dreimal eintuckst? Die Stücke reißen schon ab und die fallen rein. Was passiert, wenn du ihn reinschmeißt und da drin lässt? Ja? Der Keks, der mal gut aussah, der hart war, den du so gemocht hast zum Essen sozusagen, ist schon fast verschwunden in diesem Tee oder Kaffee. Aber man sieht nur noch Stücke. Subhanallah. Und jetzt zieh die Lehre daraus. Das ist bei einem Keks, der in Tee oder Kaffee getunkt wird. Wie ist es, wenn der Mensch am jüngsten Tag einmal in Jahannam getunkt wird? Wie ist es, wenn der Mensch zweimal, dreimal in Jahannam getunkt wird? Wie ist es, wenn er eine Weile da drin verbringen muss? Und wie ist es erst, wenn er die ganze Zeit da drin sein muss? La yamutu fiha wa la yahya. Weder lebt er drin, noch stirbt er da drin. Subhanallah. Denkt darüber nach.